haben wir eine Harley Benton ST62 und eine Squire Bullet Stratocaster aus Indonesien. Und ich will euch mal ganz kurz die Unterschiede zwischen diesen beiden Gitarren zeigen. Die Harley Benton ST62 gibt es aktuell ab 129 und je nach Farbe und Ausführung hoch bis 159, 169. So eine Squire Bullet Strat bekommt man für 115 bis 119 und dann gibt es auch für andere Farben, geht dann auch hoch bis 159 und wir fangen gleich mal mit dem ersten wirklichen Vorteil der Bullet an und das ist ganz einfach, sie sieht aus wie eine Fender. Harley Benton hat halt diesen anderen Heatstock, das sieht anders aus, aber das sieht auch gut aus, das ist nicht so ein Knackpunkt. Die Harley Benton hat ein Gewicht von 3,7 Kilogramm. Was mit daran liegen mag, dass sie einen sogenannten Full-Size-Body hat, also die Stärke des Bodies sind 46 mm, wie bei normalerweise bei Fender-Gitarren, während die Bullet lediglich 3 kg wiegt und einen 40 mm Body hat. Das ist dann Geschmackssache, was man gerne haben möchte. Der Hals der Harley Benton ist lackiert. Das kriegt man bei Squire auch in dieser Farbe erst ab der Classic Vibe. Wer einen lackierten Hals möchte, was optisch sehr schön ist, dann die Harley Benton. Wer auf einen normalen Hals unlackiert setzt, der neu sehr hell ist, aber auch im Laufe der Zeit nachdunkelt und dann eine schöne Farbe kriegt, der ist dann mit der Squire halt gut bedient. Die Tuner der Harley Benton machen einen besseren Eindruck, sind aber dennoch billig und nicht optimal, aber die von der Squire sind halt wirklich nicht gut, nutzbar, aber nicht gut. Was man bei der Squire noch machen kann, es gibt die in der Ausführung mit dem Hardtail, also anstatt einem Tremolo. Und das hilft dann auch bei der Stimmstabilität, wer also nicht ein Tremolo braucht. Es wird so eine Squire Hardtail relativ gut bedient. Ändert aber nichts daran. Die Tuner sind halt bei einer Squire noch schlechter als die mittelprächtigen der Harley Benton. Die Harley Benton hat von Roswell Alnico 5 Pickups mit einer klassischen Wicklung, so um die 5,6, 5,7 Kiloohm. Die Bridge glaube ich so knapp über 6. Während die Squire ein Fender-typische Eigenschaften hat, also auch wie von Fender benutzte Pickups, die in der Fender Standardserie aus Mexiko verbaut waren mit 2 Keramikmagneten, die angeordnet sind wie bei einem P90. So etwas gibt es auch nicht als Nachbau. Die haben einen eigenen Klang, sind leicht mit Low Output gewickelt, meint man. Also rein von der Kiloumzahl liegen die bei 3,5 oder so. Aber die haben ihren eigenen, sehr guten Klang. Wer das mag, wirklich, muss man nicht wechseln. Sie klingen anders als die Harley Benton. Die Harley Benton ist kräftiger, hat auch einen guten Klang. Die beiden unterscheiden sich halt im Klang, aber dass eine besser oder schlechter ist, könnte ich jetzt nicht sagen. Die Elektrik bei beiden ist gleich, einfach, günstig, aber funktioniert einwandfrei. Bei der Bridge muss man sagen, gewinnt optisch die Harley Benton, weil sie die klassischen Reiter hat. Da diese allerdings zu breit für die Brücken sind, 10,5er müssten montiert sein, 10,8er sind montiert, ist dieser Vorteil gleich auch wieder weg. Tremolo-Block hat dieselbe Stärke bei beiden. Die Reiter bei der Squire sind passgenauer, was besser wahrscheinlich für die Stimmstabilität ist, sehen aber billiger aus. Bei beiden kann man andere Tremolos nutzen, die bei 20 Euro für so einen Fender Standard mit Big Block Tremolo anfangen oder für 30 Euro, glaube ich, kriegt man Wilkinson, kann man beide einbauen. Bei der Squire muss man sagen, durch den dünneren Body ist die hintere Abdeckplatte dann nicht mehr montierbar, was allerdings beim Spielen oder ähnlichen Sachen überhaupt nicht stört, weil der Block halt ein Millimeterchen rausguckt. Es reicht halt gerade nur nicht mehr für die Platte. Zum Innenleben muss man sagen, die Harley Benton hat eine HSS-Fräsung. Sie ist in unsauber gearbeitet. Es sind Holzreste drin, die mit dann überlackiert wurden, die sich dann irgendwann lösen werden. Sie ist nicht geschirmt. Es passen zum Beispiel kein
Fender Super Switch rein, dafür ist zu wenig Platz. Es passen auch bei Ton 2 kein dicker Ton Poti rein. Alles in allem ist die nicht gut innen gearbeitet, während die Squier ordentlich gefräst ist. Es passt interessanterweise ein Super Switch rein. Nicht unbedingt an Ton 2 ein großer Poti. Aber sie ist nicht nur gut geschirmt mit Abschirmlack, sondern dieser ist auch ordentlich geerdet an die Masse. Und diese Abschirmung ist wirklich gut und bei so einer günstigen Gitarre eigentlich nicht zu erwarten. Hat aber auch nur das indonesische Modell, das chinesische hat das nicht. Die Halle Bendtner 22 Bünde, die Squier 21, für wen das wichtig ist, okay. Was man dann noch sagen muss, es gibt noch einen großen Qualitätsunterschied und zwar im Lack. Beide sehen gut aus, der Lack optisch kein Problem. Allerdings verwendet Harley Benton hier einen Lack, der sehr mit Füllstoffen zugekleistert wurde, um teure Pigmente sich zu sparen. Wahrscheinlich irgendwelche Arten von Kreide eingesetzt. Und zwar so viel, dass dieser Lack wirklich zum Splittern neigt. Das hat die Squier nicht. Die hat eine bessere Konsistenz des Lackes. Also wenn der Harley Benton euch runtersaust, das sieht man vielleicht auch ab und zu mal auf Bildern, mit dem Gebrauchtverkauf werden, dass da sich große Stücke lösen. Bei dieser sind schon Splitterungen hier direkt unter dem Pickguard, wo mal die Schraube gelöst wird, geht das ab. Am Tremolo löst sich das. Der Lack ist wirklich von sehr überschaubarer Qualität. Und das war es im Großen und Ganzen auch schon an Unterschieden. Also preislich kein großer Unterschied. Alles in allem von der Qualität auch kein großer Unterschied. Im Grunde ist eine Frage hinterher der Optik. Und sagte, ich möchte halt so ein Teil mit dem lackierten Hals haben. Oder ich möchte halt etwas, was wirklich nach Fender aussieht, kann man sich dann aussuchen. Wirklich falsch machen kann man mit beiden nichts. Wobei dann, man dann immer sagen muss, halten, nichts falsch machen für den Preis. Und wirklich gute Gitarren sind beide halt nicht. Bis zum nächsten Mal. Und es wäre nett, wenn ihr was in die Kommentare schreibt, wenn ihr Fragen habt. Und ihr könnt mich auch gerne mir ein Like geben oder ein Dislike. Und ein Abo wäre auch nett. Bis zum nächsten Mal. Ciao.